Feuer und Flamme, der FCA-Podcast von Hitradio RT1 mit Stadionsprecher Rolf Stürmann und Fußballwirt Max Krapf. Ja, Dienstagnachmittag. Herzlich willkommen, liebe Podcast-Abonnenten. Jetzt ist es also endlich soweit. Ihr habt vielleicht schon drauf gewartet. Ich habe es ja gestern schon angekündigt am späten Montagabend. Jetzt kümmern wir uns um das, was passiert ist beim FC Augsburg. Natürlich haben wir das Bayern-Spiel ja ausführlich besprochen. Ein Podcast, der praktisch 2 Stunden später schon wieder alt war. Aber da können wir ja nichts dafür. Und jetzt treffen wir uns in illustrer Runde. Erstmal Max Krapf, grüß dich. Hallo, lieber Rolf. Und wir haben heute einen Gast, nämlich den langjährigen, äußerst gut gelaunten, mega aussehenden und kompetenten ATV-Sportreporter und auch bei uns Hitradio RT1-Sportreporter Tom Scharnagel. Hallo, zu viel der Ehre, aber danke für die Einladung. Ich habe ein bisschen selber reingequatscht gestern, weil ich meinem langjährigen Freund Maxe Krapf geschrieben habe, dass diese Podcast-Folge eine wäre, zu der ich gerne vielleicht meinen Senf dazugeben möchte. Und ich freue mich sehr, dass ihr es beide habt möglich machen können. Ja, das ist in Ordnung. Und wir freuen uns immer, wenn wir auch mal eine andere Stimme mit dabei haben. Jetzt nicht wegen der Stimme, sondern weil ja, wegen der Kompetenz. Wir beide sind ja sowieso immer außen vor. Gell? Ist so. Der Kaffee ist erst mal sehr gut, muss ich sagen. Danke, Max, für den ganz Kaffee. Kaffee. Wir stoßen mal an, komm. Ja. So, ja, das ist immer gut. So Geräusche im Podcast ist super. Die Leute sind ja von uns gewohnt, dass es relativ knackig zugeht, wenn wir mal einen ganz, ganz langen Podcast haben. Dann ist er vielleicht mal eine halbe Stunde. Das ist aber schon lang. Ich glaube, drüber sind wir fast noch nicht gekommen. Könnte heute sich aber anders gestalten. Das ist auch in Ordnung. Wir haben nämlich, wir haben euch ja aufgefordert, uns auch E-Mails zu schicken. Da ist eine Menge reingekommen. Ich habe mal die besten rausgesucht. Wir können leider nicht alle beantworten oder in den Podcast mit reinarbeiten. Werden wir aber im Lauf dieses Podcasts machen. Also nehmt euch Zeit, Kopfhörer laut oder wo auch immer ihr uns hört, auf der Heimfahrt von der Arbeit. Jetzt geht's los. Der Trainer ist weg. Da haben wir gestern bei unserem normalen Podcast mit Andi Lute und dem Bayern-Spiel nicht mehr drüber sprechen können, weil es nachher passiert ist. Meinungen. Herr Scharnagel, dürfte ich Sie mal um das erste Wort bitten, wie das immer so heißt in der Pressekonferenz. Also ich hab's gestern schon in einem Kommentar bei ATV gesagt, ich halte das für die richtige Entscheidung und ich halte auch den Zeitpunkt für richtig. Das hat zwei Gründe. Zum einen glaube ich, dass der Trend und die Tendenz in den letzten Wochen einfach sehr, sehr schlecht war. Der FC Augsburg ist die schlechteste Rückrundenmannschaft, steht mit 4 Punkten in der Rückrundentabelle ganz unten. Außerdem sind 21 Gegentore allein in der Rückrunde einfach zu viel. Mhm. So, und das muss man, glaube ich, mit einberechnen in diese Entscheidung, die der Verein getroffen hat. Natürlich kann man sagen, das Bayern-Spiel war an sich nicht so schlecht, nur ich finde, es gehört zu einer guten Vereinsführung auch dazu, dass man sich ein größeres Bild macht, dass man auf die Leistung guckt, dass man auch auf die taktische Einstellung der Mannschaft guckt, dass man guckt, wie weit stehen wir denn eventuell vom Gegner weg, wie kommen wir rein in die Zweikämpfe, und das hat die letzten Wochen schlicht und ergreifend nicht funktioniert. Über Ballbesitz in den letzten Spielen, insbesondere zu Hause gegen Freiburg, möchte ich gar nicht sprechen. Das waren Leistungen, die uns irritiert haben, von denen wir aber immer noch gesagt haben, naja, mit dem Polster, das wir haben nach unten, mag das alles noch irgendwie in Ordnung sein. Fakt ist, dass der Verein, wie auch in der Pressemitteilung ja geschrieben, den Glauben verloren hat daran, dass Martin Schmidt die Mannschaft zum Klassenerhalt führen kann. Deshalb glaube ich, ist das in Summe die richtige Entscheidung. Und auch nach dem Bayern-Spiel ist der Zeitpunkt okay, weil man einen neuen Trainer eben ganz selten gegen die Bayern ins erste Spiel schickt. Das ist auch total in Ordnung. Ja. Da können wir vielleicht gleich mal auf die Mail von Alex kommen. Der hat uns geschrieben, ihn hat die Nachricht von der Freistellung aufgrund seines Außendienstjobs erst im Schwarzwald erreicht, er war weil unterwegs. Er schreibt also, in Anbetracht der verbesserten Mannschaftsleistung des letzten Spiels in München und auch der Gegner, gegen die man bereits gespielt hat, also Dortmund, Frankfurt, Gladbach, Bayern, ist ja alles keine Laufkundschaft, schreibt er, stellt er sich die Frage, weshalb man ausgerechnet jetzt die Reißleine ziehen muss. Und irgendwie beschleicht ihn das Gefühl, dass etwas zu schnell geopfert wurde. Es ist ja auch nicht immer so der Augsburg-Style gewesen, nervös zu werden. Aber wir erinnern uns, es ist ja eigentlich erst letztes Jahr genau das Gleiche passiert, Max. Ja, da war Manuel Baum, das war ungefähr dieselbe Zeit im April. Kann ich mich noch gut dran erinnern, waren wir dann ja auch ziemlich begeistert, so wie die meisten Fans und Anhänger des FCA auch in diesen Tagen 2018, wo das war.
Aber das, was Tom vorhin gesagt hat, das kann ich nur zu 100% unterschreiben. Also alles, was man halt so macht, wenn man was gut findet. Es ist das Blödeste, was man machen kann, sich von irgendwie von 90 Minuten abhängig zu machen oder von 2 Spielen oder von 3 Spielen. Ich kann mich besonders noch an eine Situation erinnern, die älteren FCA-Fans werden das wissen. Wir hatten einen Spieler namens Leonard Haas mal in unseren Reihen. Das war so irgendwie in der Zeit, wo wir dann in der zweiten Liga waren. Und der hatte wirklich eine ganz, ganz starke Phase am Ende der Saison. Und man hat den Vertrag nicht verlängert. Da haben dann zwar in der Summe viel weniger Leute, als das heute der Fall ist, haben sehr gejammert, wie kann man sowas machen. Aber es ist halt wichtig für Verantwortliche im Fußballverein, eine Sache über einen längeren Zeitraum zu beobachten. Und da hat man Listen, seit Jürgen Klinsmann weiß man sehr genau, dass es viele Listen gibt. Und da weiß man ganz genau, was hat uns ein Spieler gebracht, was hat er uns nicht gebracht. Und es ist halt jetzt einfach so, dass die Bilanz, die Martin Schmidt als Trainer vorweisen konnte, sowas von unterirdisch ist, das sind Worte kaum zu fassen. In 32 Pflichtspielen, in denen er da war, haben wir 71 Gegentore bekommen, 2,2 im Schnitt. Wir sind die schlechteste Mannschaft, was die Passquote angeht. Wir sind auf Platz 17, was die Torschüsse angeht. Wir sind auf Platz 18, was gewonnene Zweikämpfe angeht. Wir sind in der Zweikampfquote, sind wir drittletzter, also auf einem Relegationsplatz. Und es war halt einfach viel, viel zu wenig. Und ich persönlich finde, ich konnte mich nicht mehr auf das konzentrieren, was er gesagt hat am Ende, weil es immer der gleiche Schmalz war, die Leute einzuwickeln und alles schön zu reden, was passiert ist. Es war absolut der richtige Weg. Eine Woche vorher wäre es nicht gegangen, weil, wie ihr völlig richtig sagt, man verbrennt keinen Trainer irgendwie bei einem Auswärtsspiel in der Allianz Arena, außer es geht gegen 60. Und deswegen braucht man da jetzt nicht drüber zu diskutieren, dass nach den guten 90 Minuten gegen Bayern, das ist der falsche Zeitpunkt, das ist Schwachsinn. Also, wenn man die Statistiken anschaut, glaube ich, gibt es für den Verein, für die Verantwortlichen keine andere Lösung. Wenn wir uns heute, wir haben ja alle die Pressekonferenz auch gesehen und da hat ja Stefan Reuter nochmal Bilanz gezogen, jetzt nicht so wahnsinnig dezidiert auf Martin Schmidt, aber so die Gesamtsituation nochmal beleuchtet. Und was mir da sehr aufgefallen ist, ist, dass er einen Satz gesagt hat, den ich sehr bemerkenswert fand, und der hieß, es geht in die falsche Richtung seit Wochen und Monaten. Und wenn das der sportlich Verantwortliche in einem Bundesligaverein sagt, dann weiß man, dass auf jeden Fall ein Plan B logischerweise seit Wochen und vielleicht Monaten in der Schublade lag. Und dass man den dann irgendwann rausholt und sagt, jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür, das ist weitsichtig und das ist aus meiner Sicht in der Phase, in der wir uns im Moment in der Saison befinden, auch noch der richtige Zeitpunkt. Ja, und alles andere wäre unverantwortlich, ganz einfach. Ja. Ganz so einfach ist es. Da kommen wir vielleicht gleich zur Mail von Frank. Ich baue die immer mal mit ein, wenn ich glaube, das passt ganz gut rein. Er hat gesagt, er findet es gut, dass Martin Schmidt nicht mehr im Amt ist. Die gute Serie am Ende der Rückrunde hat nämlich über die Missstände hinweggetäuscht. Er schreibt aber natürlich fairerweise auch irgendwie, dass wir kein Glück mit dem Spielplan hatten. Das stimmt ja nun auch. Alle Top-Teams hinter uns. Aber wie leer das Team gegen Freiburg zu Hause gespielt hat, war für ihn eine totale Ernüchterung. Auch gegen Bremen in Halbzeit 1 war wenig zu sehen. Und er hofft, dass mit dem neuen Trainer die Grundtugenden und eine Spielkultur zurückkommen wie zu den besten Weinzierl-Zeiten. Damals war es schön. Man soll nicht immer in der Vergangenheit rumwühlen. Klar, Weinzierl, das war auch in Ordnung, aber auch da gab es Momente, wo wir wirklich permanent hinten drin gestanden sind. Da hat man diesen, wie soll man sagen, Newbie-Bonus noch in der Bundesliga. Und er hofft, also der neue Trainer ist Heiko Herrlich. Ja, er ist es geworden. War das eine Riesenüberraschung? Es kommt ja immer dann, wenn der Trainer geht, sofort immer alle Namen. Also in diesem Fall war es natürlich Weinzierl, weil der hätte jetzt Zeit gehabt, kennt den Verein, war jetzt nicht unrealistisch. Wen habe ich noch gelesen? Breitenreiter war auch schon mal im Gespräch bei uns und Heiko Herrlich ja auch schon länger. Wer hat ihn auf der Pfanne gehabt? Also ich finde ja persönlich schon mal furchtbar, wenn man dann irgendwie die Presse liest in so einem Fall, was dann passiert ist. Die Leute gehen auf transfermarkt.de und schauen, wer ist arbeitslos als Trainer. Aber das ist ja immer so. Ja, aber das und ist natürlich lustigerweise kommt ja auch immer Lothar Matthäus zum Vorstein. Ja. Nein, das ist ja nur Spaß. Das ist vielleicht sogar was, wo ich mir sagen würde, wenn es nur irgendwann mal irgendeiner riskieren würde, vielleicht würde das ja sogar gut gehen. Mhm. Ich hoffe, habe natürlich auch gehofft, dass nicht der FCA der Club ist, der das dann irgendwie tatsächlich probiert. Aber wir haben gestern hier in der neuen Szene-Redaktion auch überlegt und sind dann tatsächlich auf Heiko Herrlich gekommen, weil wir ja auch wussten, dass die Situation von Stefan Reuter mit jemandem, den er kennt, mit dem er bei Dortmund zusammengespielt hat, nicht eine unvernünftige ist, weil die beiden müssen sich ja auch arrangieren.
Und ich möchte, bevor wir dann vielleicht auf Heiko Herrlich zu sprechen kommen, nochmal sagen an alle die, die über Stefan Reuter schimpfen. Mhm. Stefan Reuter kam zum FCA, da waren wir mit Markus Weinzierl nach einer Vorrunde mit insgesamt 9 Punkten, ja, waren wir so gut wie abgestiegen. Und auch damals wurde überlegt, unbedingt einen neuen Trainer zu holen. Mhm. Es kam dann vielleicht deswegen nicht so weit, weil da keiner auf dem Markt war, der gepasst hätte. Und dann kam Stefan Reuter und nur Stefan Reuter haben wir zu verdanken in der heutigen Situation, dass wir immer noch in der Liga spielen. Und diese Knallnasen, die seine Arbeit in Frage stellen, nur weil er vielleicht jetzt mal irgendwie kein Glück hatte mit einem Torwart, den wir verpflichtet haben, die sollen sich mal anschauen, was sonst noch so verpflichtet worden ist und dass der FC Augsburg mit seinem Etat und mit den ganzen Begleitumständen immer noch in der Liga ist. Und das ist jetzt kein Geschleime von mir, sondern ich weiß, wie schwierig das ist, so einen Verein zu handeln, und da ist wirklich verdammt gute Arbeit gemacht worden. Aber eigentlich darf man diesen Leuten, die sich da jetzt auskotzen, gar keine Plattform geben, weil die wirklich keine Ahnung haben, um was es geht. Ich habe auch schon, apropos Auskotzen, wahnsinnig viel Kommentare gelesen über den neuen Trainer. Der hat noch nicht mal irgendwie einen Ball in der Hand gehabt, offiziell, was das für eine Entscheidung sein soll und wer soll denn da, was soll denn das jetzt bringen und was weiß ich. Also das nervt mich, dieses Drumherum nervt mich. Ich sage jetzt mal, ich zahle auch gerne hier eine Runde Wasser. Die Wahrheit liegt auf dem Platz. Das stimmt natürlich, dass die Wahrheit auf dem Platz liegt. Und das, was Max ja gerade sagt, ist auch richtig, dass Stefan Reuter in genau diesen Phasen, finde ich, auch immer einen echt guten Job macht. Und auch in solchen Phasen, wenn es mal nicht so gut läuft, dann eben einen Plan B in der Schublade hat und den auch zieht. Und der ist mittlerweile bislang eben immer auch gut gegangen. Also wir sind immer, der FC Augsburg hat immer die Liga gehalten, auch aufgrund der Entscheidungen, die Stefan Reuter auf der Trainerposition getroffen hat. Nur denke ich, ist es natürlich so, dass die Fans, die auf den Verein gucken, auch merken, dass die Zyklen in Sachen Trainern halt auch ein bisschen kürzer werden. Und das sorgt dann dafür, dass so ein bisschen eine Verunsicherung auch in der Fanszene entsteht, die dann vielleicht ein Ventil dahingehend braucht, dass man irgendwo einen Schuldigen finden muss. Und dann ist das der sportlich Verantwortliche, in dem Fall Stefan Reuter. Ich gehe bei vielen Punkten mit dir mit, Maxe. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch verständlich, dass wenn seit längerer Zeit jetzt Trainerpositionen nicht länger als ein Jahr besetzt werden, dass dann in jedem Umfeld eines Vereines auch ein bisschen die Frage gestellt wird, wie kann denn das sein, wo es doch vorher alles so harmonisch war. Nur, das ist das normale Fußballgeschäft und in dem befindet sich der FC Augsburg nun in der mittlerweile 9. Saison. Und da müssen wir uns auch dem beugen, was nun mal dieses Geschäft mit sich bringt, nämlich Erfolg, Erfolg, Erfolg und am Ende 10 nur Punkte. Ja, und im Endeffekt ist es dann jetzt doch so wie bei vielen anderen Bundesliga-Vereinen, von denen man früher mal gehört hat, bestes Beispiel HSV, was ist denn da los? Ein Trainer nach dem nächsten. Ich meine, so schlimm ist es nicht bei uns. Wir haben immer die Ruhe bewahrt. Es war unser großes Plus. Aber jetzt mittlerweile, wie du gesagt hast, der Erfolg zählt und es wäre eine Katastrophe, würde man in dieser Saison mit unserer Meinung ja wirklich guten Kader wirklich absteigen beziehungsweise vielleicht in die Relegation müssen. Also ich sehe es diametral anders, denn wir haben nach wie vor auch, Schmidt war jetzt wieder fast ein Jahr da, in so einer Phase haben Vereine, die von den ganzen Umständen mit uns zu vergleichen sind, zum Teil 4 Trainer gehabt. Das sind Mannschaften wie, keine Ahnung, wie Paderborn oder wie Braunschweig, das sind Mannschaften, die hochgekommen sind, wo dann nach einem Jahr wieder alles kaputt war und dann waren da Trainer ohne Ende. Ich möchte auch mal daran erinnern, dass wir in unserer Zweitliga-Zeit so Kadetten wie Ralf Lohse an der Seitenlinie stehen hatten und auch Holger Fach an der Seitenlinie stehen hatten. Und zuvor hatten wir mit Rainer Hörgel eine Phase, die lang und erfolgreich war. Da davor hatten wir mit Armin Fee, der danach Meister mit Stuttgart geworden ist, kurz einen Trainer, der war ungefähr genauso lang da wie jetzt Schmidt. Oder Ernst Mittendorp, der mittlerweile erfolgreich bei den Kaiser Chiefs in Südafrika arbeitet, der war auch nur kurz da. Und dann muss man halt einfach gucken, bis man dann wieder einen Treffer landet, um in eine längere und erfolgreiche Periode zu gehen. Und mein ehemaliger Chef Walter Seinsch, Nicht-Mode-Fans werden sich an ihn erinnern, hat immer gesagt, von 10 Personalentscheidungen sind 9 falsch. Okay. Das hat er übrigens gesagt an dem Tag, an dem ich meinen Job als Geschäftsführer angetreten habe, was mir eine sehr unruhige Nacht beschert hat. Ich war dann danach 6 Jahre beim FC Augsburg. Ja. Michael Ströll arbeitet seit mittlerweile, es war mein Praktikant, seit 15 Jahren wahrscheinlich beim FC Augsburg. Stefan Reuter ist von den 9 Jahren, die wir in der Bundesliga sind, ist er 7,5 da. Und das ist Kontinuität. Und letztendlich hoffen wir vielleicht, um dann irgendwann den Bogen auf den neuen Trainer zu spannen, dass wir mit Heiko Herrlich in eine erfolgreiche Periode gehen. Er hat in der Vergangenheit, ganz entgegen der Meinungen, die im Internet schon vorab grassieren, durchaus bewiesen, dass er was taugt.
Dann passt jetzt auch die Mail von Julian ganz gut rein. Der Trainerwechsel kommt meiner Ansicht nach 2 Spiele zu früh. Im Gegensatz zum Auftreten von Manuel Baum, den ich immer noch sehr schätze, sagt er, in der Pressekonferenz nach dem 0:4 gegen Hoffenheim war bei Martin Schmidt noch keine Resignation zu spüren. Ich schneide jetzt hier mal ein bisschen was weg. Augsburg bedeutet für mich kämpfen und siegen und wenn schon nicht siegen, dann wenigstens nicht gebrochen vom Platz. Und auch wenn uns das diese Saison passiert ist, finde ich, hat man als Verein auch die Verpflichtung, den Trainer kämpfen zu lassen. Das wären die beiden Spiele gewesen, die jetzt kommen, die er und Mannschaft sich mit dem Spiel gegen die Bayern verdient haben. Diese Chance hat man Martin Schmidt genommen. Trotzdem muss es ja weitergehen und er hofft auf eine wuchtige Restsaison. Also für die, die jetzt nicht hier sind, der Tom und ich kämpfen gerade drum, wer auf diese Mail antworten darf. Ja. Ich lasse dir gern den Vortritt, weil du ja der Gast bist. Danke. Nein, also das ist an also aber der Fan ist gespalten. Ich habe das schon mitbekommen. Also und das ist auch an sich ja eine Sichtweise, die durchaus legitim ist. Und man sagt sich, ja, das war jetzt gegen die Bayern wieder besser und es geht so ein bisschen nach vorne und auch Leverkusen war nicht ganz schlecht. Und also ich verstehe grundlegend schon, in welche Richtung das tendiert. Nur die Statistiken, die mein lieber Freund Maxi Krapf vor wenigen Minuten in einem langen Monolog vorgelesen hat, die sind nicht wegzudiskutieren. Und wenn eine Mannschaft sich in so einem Fahrwasser befindet, und dann sprechen wir ja auch mit Spielern und sprechen auch mal ohne Mikrofone mit Spielern und dann fragen wir natürlich auch mal nach, wie geht's euch denn so und wie fühlt sich's denn gerade an? Und dann habe ich in den letzten Wochen schlicht keinen einzigen gehört, der gesagt hat, das ist alles super, das kriegen wir schon hin, denn der Trainer ist vor uns sehr kämpferisch und der weiß ganz genau, worauf er uns denn jetzt einstellt. Das sagen die natürlich nicht dezidiert, aber das, was sie nicht sagen, ist viel wichtiger und das haben sie eben nicht gesagt. Mhm. Und wenn ich mir Martin Schmidt angesehen habe, dann war das in der Tat kämpferisch, aber das war auch in jeder Pressekonferenz die gleiche kämpferische Ansage. Ich habe keine Nuance gesehen, ab wann denn die Situation für ihn prekär wird, ab wann er denn zum Beispiel sagt, wie Stefan Reuter das heute gesagt hat, wir sind in einer schwierigen Lage. Mhm. Und das habe ich von Martin Schmidt bislang in der Form noch nicht gehört. Deswegen ist diese Analyse, die am Ende ja den Verein offensichtlich dazu bewogen hat, den Trainer zu wechseln, richtig, denn Martin Schmidt hat offensichtlich den Spielern nicht ganz vermitteln können, in welch prekärer und schwieriger und vielleicht sogar bedrohlicher Lage sich der Verein im Moment befindet. Kann man jetzt, ich werf das jetzt mal rein, kann man denn wirklich so wie in der Hinrunde auch die Top-Teams, die jetzt alle durchgelaufen sind, nicht als Entschuldigung nehmen, aber doch sagen, ja gut, also die sind jetzt mittlerweile doch ein bisschen anders unterwegs als der Rest der Tabelle, kann man eigentlich nicht machen, oder? Man muss schon, also man hätte ja jetzt auch in München das 1-1 machen können. Das wäre ja jetzt wirklich was gewesen, da wärst du mit einem Punkt rausgegangen. Ich glaube, Stefan Reuter ist auch gefragt worden, ob dann Martin Schmidt auch weg gewesen wäre. Er hätte sich schwer getan natürlich, diese Entscheidung, das wäre sehr, sehr unpopulär gewesen, aber ich denke, sie hätten es trotzdem gemacht. Also der Trend der letzten Wochen und insbesondere die Rückserie, 21 Gegentore, schlechtester Wert in der Zweikampfstatistik und für mich sind die Heimspiele gegen Bremen, das wir gewonnen haben, sehr glücklich und dann gegen Freiburg, das für mich in der Tat, wie es ja vorhin auch ein Hörer schon beschrieben hat, ein Spiel war, bei dem ich in der Fankurve stand und mich gefragt habe, wer denn als erstes einen Becher wirft. Das war nicht schön anzuschauen. Und das war vor allem so, dass ich das Gefühl hatte, die Mannschaft hat tatsächlich keinen taktischen Plan mehr. Und das ist die Aufgabe des Trainers. Jetzt wird natürlich auch immer ein bisschen durchrotiert. Jüngstes Beispiel, da muss ich auch den Tom noch fragen, weil wir haben das schon besprochen. Torwartwechsel in München, das war ein Zeichen, wo man gedacht hat schon, Moment mal, was ist denn da jetzt los? Vielleicht lag es daran, dass Andi Lute ja schon mal eben bei den Bayern dann zum ersten Einsatz kam. Als alles Fabian Gute Giefer. Zum Geburtstag. Ach, der hat ja heute Geburtstag, übrigens. Mensch, Andi. Happy Birthday. Ja, also du weißt, was ich meine. Ja. Vielleicht war es einfach eine taktische Geschichte, um auch mal zu zeigen, er hat ja dann, Trainer hat ja gesagt,
dass es auch im Tor den Konkurrenzkampf gibt. Das war vorher nicht so. Mhm. Jetzt auf einmal doch schon so? Oder stand da schon was anderes fest? Was glaubst du? Wir haben uns vor einigen Wochen im Kollegenkreis unterhalten und da habe ich die These vertreten, dass wenn der Torwart gewechselt wird, was irgendwann passieren wird, wenn Thomas Kubik sich nicht stabilisiert, was er nicht zu 100% getan hat, dann ist das die letzte Patrone, die Martin Schmidt noch im Köcher hat. Also dann kann er auf dieser Position noch was machen. Das ist dann so das Thema von wegen, also jetzt fordern es alle, dann mache ich das jetzt, weil das ist dann nicht so, das ist letztes Aufbäumen. Daran kann man es nicht festmachen. Mhm. Also eine alleinige Position macht keine Mannschaft um vieles schlechter. In der Tat hat Thomas Kubek keine gute Saison gespielt. Ich finde ihn tatsächlich in seiner Ausstrahlung, in der Art und Weise, wie er sein Torwartspiel anlegt, in dieser Saison sehr zögerlich. Und das macht keine Mannschaft zwingend besser. Sie macht sie aber auch nicht zu einem im Moment klaren Abstiegskandidaten. Mhm. Und deshalb ist dieser Wechsel im Tor prinzipiell nachvollziehbar von Martin Schmidt, weil er gesagt hat, ich probiere noch mal was aus gegen Bayern. Mhm. Das ist in Ordnung. Wahrscheinlich wusste er auch, dass das sein Endspiel ist und dass es vielleicht danach nicht mehr hundertprozentig weitergehen wird. Deswegen ist diese Torwartposition für mich weiterhin eine Sache, die der FC Augsburg in dieser Saison mit sich rumschleppen wird. Ob jetzt Andi Lute drin bleibt, das wird der neue Trainer entscheiden. Ich kann es im Moment echt nicht einschätzen. Er hat tatsächlich was dazu gesagt, auch bei der Pressekonferenz. Und zwar hat man ihn gefragt, wie es denn aussieht mit dem Torwart. Und da hat sich eigentlich auch der neue Trainer Heiko Herrlich festgelegt und hat gesagt, auch Kubek wird im Blickfeld bleiben. Und das heißt für mich, dass Lute weiter die Nummer 1 sein wird. Im Blickfeld bleiben. Ja, und das spricht eigentlich sehr dafür, dass er auch bei den nächsten Spielen, ja, will sich zwar die Trainings jetzt nochmal anschauen, aber ich glaube schon, dass er auch die Spiele gesehen hat vom FCA und dass er sich auch einen Eindruck verschafft hat über unsere bisherige Nummer 1. Und deswegen gehe ich davon aus, dass Lute im Tor bleibt. Zumal ja Heiko Herrlich als Trainer von Unterhaching Florian Niederlechner von Ismaning nach Unterhaching geholt hat und schon allein deswegen aus den persönlichen Beweggründen die FCA-Spiele immer angeschaut hat. Der weiß sehr genau, was da passiert ist und ich glaube auch, dass er ihn Heiko Herrlich war auch Trainer beim VfL Bochum. Ja. Und da war Andreas Lute im Kader. Das war 2010, Bundesliga gespielt damals, noch Bochum. Mhm. Und Andi Lute war auf jeden Fall im Kader. Ich habe die Transfermarktstatistiken nicht mehr durchgeguckt, ob er tatsächlich dann unter ihm gespielt hat. Trotzdem, also die beiden kennen sich. Wahrscheinlich besteht da dann auch ein gewisses erstmals Vertrauensverhältnis. Ja, und Thomas Kubek, ich glaube, er hat auch im Moment einfach nicht den Rückhalt in der Mannschaft. Das ist aber wirklich, das ist ein guter Kerl und das ist auch mit Sicherheit ein guter Torwart. Er hat nur in dieser Saison halt nicht die Leichtigkeit gefunden, die du brauchst, auch als Torwart, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und das tut mir dann leid für einen Profisportler, der jeden Tag alles gibt und der jeden Tag alles versucht, aber es dann zwischendurch halt einfach auch mal nicht reicht. Ich hoffe sehr, dass er sich über eine Zeit stabilisiert und dass er dann uns nächstes Jahr weiterhelfen kann, wenn er sich ein bisschen im Kopf auch wieder freigeschwommen hat. Das würde ich ihm sehr wünschen. Hat ja Max auch schon thematisiert. Es gibt ja Saisons, wo dann gewisse Spieler oder Torhüter eben irgendwie nicht die Seuche, wollen wir jetzt nicht sagen, aber halt einfach nicht das Glück haben, auch das Spielglück nicht haben und in der nächsten Saison sind sie dann die Helden. Also das kann durchaus auch passieren. Glaube ich aber eher nicht. Glaubst du eher ganz nicht? Ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass das unsere Nummer 1 wird in der weiteren Zukunft. Mhm. Ich würde es mir wünschen, aber ich glaube nach all dem, was er bis jetzt bei uns abgeliefert hat, glaube ich da eher nicht dran. Okay. Dann kommen wir doch jetzt auch zum Trainer Heiko Herrlich mal. Ich verbitte mir ab sofort übrigens alle Herrlich-Wortwitze. Genauso wie ich das bei Baum gemacht habe und so weiter. Ja, also ich finde es ja gruselig. Was ist das für ein Typ? Er ist ein Mannheimer, er ist ein bisschen ruhiger. Das haben wir heute schon auf der Pressekonferenz gesehen. Also er ist jetzt nicht der laute Kerl. Also nicht, extrovertiert ist er jetzt nicht so. Nee. Aber das spielt ja jetzt erstmal keine Rolle, wie er sich so gibt bei der Pressekonferenz. Geht früh ins Bett wie du, Rolf. Ja. Aber ich glaube, er hat keine Morgensendung. Also der erste Kontakt war ja wohl am Sonntag um 22.30 Uhr hat Reuter ihm eine SMS geschickt oder eine Brieftaube, ich weiß nicht, da hat er aber schon geschlafen, hat er lachend gesagt. Das war die spannendste Stelle in der Pressekonferenz. Deswegen hat er am Montag in der Früh dann erst zurückgerufen. Aber du hast zu mir gesagt, du hast Verständnis für jemanden, der die Zeit im Bett. Natürlich, 22 Uhr ist eine ganz, ganz tolle Zeit, wenn du nicht Student bist oder Tom Scharnagel. Um 22 Uhr fangen Maxi und ich an, uns wild WhatsApps hin und her zu schreiben, um die Lage des FC Augsburg zu analysieren. So geschehen gestern Abend. Ja, aber dann ist es doch gut. Einer macht die
die Tagesschicht, das mache ich und ihr macht die Nachtschicht. Ja, was ist das für ein Typ, Tom? Du hast dich bestimmt schon länger damit beschäftigt. Was heißt länger? Länger als wir vielleicht. Ich habe mich in der Tat gestern Nacht sehr lange damit beschäftigt, weil nach meiner ersten steilen These, dass Markus Weinzierl jetzt ja vielleicht doch wieder zum FC Augsburg schaffen könnte, war ich mir dann auch relativ sicher, dass Heiko Herrlich die heißere Spur ist und habe mich da sehr mit dem Menschen Heiko Herrlich auch beschäftigt. Als Spieler natürlich eine Legende bei Borussia Dortmund insbesondere, Weltpokalsieger, Champions League-Sieger, das alles natürlich mit Stefan Reuter zusammen und Torschützenkönig gewesen im Dress von Borussia Mönchengladbach. Also der hat in der Bundesliga als Spieler seine Spuren hinterlassen und hatte dann einen schweren Schicksalsschlag, einen Gehirntumor, den er besiegt hat und aus dem er sehr viel persönliche Kraft, Energie und auch Glauben gezogen hat. Er ist ein sehr gläubiger Mensch. Und ich habe eine Geschichte gehört aus Regensburg, als ein Spieler sich tätlich einem Co-Trainer genähert hat und ihn beschimpft hat. Daraufhin hat sich Heiko Herrlich überlegt, was er denn mit diesem Spieler macht, ob er ihn denn jetzt rausschmeißen soll oder was er denn tun soll. Und dann hat er zur nächsten Mannschaftsbesprechung die Bibel mitgenommen und hat eine Stelle, glaube ich, aus dem Matthäus-Evangelium vorgelesen, wer ohne Sünde sei, der werfe den ersten Stein, und hat den Spieler begnadigt. Ja. Der musste allerdings dann zweimal ein Essen zahlen für die ganze Mannschaft und dann war das Thema wieder durch. Also zu solchen Mitteln greift Heiko Herrlich anscheinend. Und eine zweite nette Geschichte ist, kennt ihr Beppo? Beppo, der Straßenfeger. Nein. Was ist das genau? Beppo, Fernsehserie oder was? Momo. Habt ihr gelesen? Ja. Michael Ende? Ja. Ja. Bei Momo gibt's Beppo, den Straßenfeger, den fleißigen Straßenfeger. Okay. Und der gefragt wird, warum er denn so einen ätzenden Job eigentlich machen kann. Also weil ja die Straße so lang ist und er weiß doch ganz genau, dass es nie aufhört. Und dann sagt Beppo, der Straßenfeger, du darfst nur den ersten Meter dir anschauen. Wenn du ans Ende der Straße guckst, hast du keine Lust mehr zu arbeiten. Und das ist die Metapher, die Heiko Herrlich auch vor seinen Mannschaften benutzt hat. Also in Regensburg war das so, dass er gesagt hat, Schritt für Schritt. Also wir gehen den ersten Meter und dann den nächsten Meter. Wenn du ans Ende guckst, wird die Aufgabe zu groß. Und dann denkst du zu weit voraus, sondern die kleinen Dinge. So, das ist das, was ich über ihn gelernt habe. Ja. Und insofern glaube ich, dass er einer ist, der Bilder bei den Spielern erzeugen möchte. Okay. Das hat Martin Schmidt allerdings auch gemacht. Nur ich glaube, er ist einer, der durch sein ganzes Wesen, durch seine ganze Erfahrung, einer ist, der die Mannschaft durchaus erstmal jetzt an der Ehre packen wird und ihr vor allem die Ernsthaftigkeit vor Augen führen wird. Denn er hat gesagt, die Situation ist ernst und er möchte das als allererstes tun. Satz, ja, genau so ist es. Und ich weiß auch eben eine Geschichte aus seiner Regensburger Zeit, das haben die Regensburger Spieler damals erzählt, nachdem er mit denen von der vierten in die zweite Liga aufgestiegen ist und diesem ganzen Verein damit den Arsch gerettet hat, weil die haben ein neues Stadion bekommen in Regensburg und haben es als Viertligist eingeweiht, übrigens gegen den FC Augsburg. Das weiß ich noch. Und die wären jetzt ohne Heiko Herrlich vielleicht wäre das Stadion schon verfallen, so ähnlich wie das in Aachen der Fall ist. Aber die Spieler haben bei der Aufstiegsfeier eben dann erzählt, dass es nicht ganz einfach war mit ihm. Also sie mussten sich erst an den Trainer gewöhnen, denn die Worte Demut und Dankbarkeit spielen eine große Rolle bei ihm. Und der Spieler hat dann gesagt, sie konnten das Wort Demut irgendwann dann nicht mehr hören. Aber er versucht den Spielern eine gewisse Demut eben beizubringen. Das hat er wohl bei allen Vereinen so getan. Und ich finde, das ist in der heutigen Zeit vielleicht gar nicht so verkehrt. Ja. Und ihm ist vor allem wichtig, dass die Spieler ihm vertrauen. Es kann nicht in jedem Spiel immer alles funktionieren, was der Trainer sagt. Aber er meint, wenn die Spieler ihm vertrauen, er beschäftigt sich mit der Materie, dann stellt sich der Erfolg von alleine ein. Und er stand bei allen Clubs, bei denen er war, egal ob das Bochum ist, egal ob das Unterhaching ist, wo sein Co-Trainer übrigens damals ein gewisser Manuel Baum war, das nur am Rande, oder ob das Regensburg war und auch später Leverkusen. Heiko Herrlich war nie unerfolgreich, zu keiner Zeit. Ich wollte gerade mal nachfragen, letzter Trainerjob war bei Leverkusen. Ja. Ich glaube, es zur Winterpause 2018 ist er rausgegangen, oder? Ja, es war ein ziemliches Gezerre. Das war für viele
komisch, weil er ja gar nicht schlecht war. Also Leverkusen stand gut da. Dann kam da schon Peter Bosch. Ich weiß es gar nicht. Ich kümmere mich so selten um Leverkusen. Aber dazwischen schon oder Schmidt. Ja, da war noch jemand dazwischen, oder? Dazwischen? Ich weiß es nicht mehr, wer es war. Aber es war für ihn auch eine schwierige Situation, ja, weil man in Leverkusen natürlich immer mehr erwartet hat. Und dann war er schon ein paar Mal so gut wie weg. Und dann hat er wieder sensationell irgendein Spiel auswärts mit 4 Toren Unterschied gewonnen. Ich kann mich noch an den Auftritt seinerseits im aktuellen Sportstudio erinnern, wo er eben auch sehr ruhig aufgetreten ist. Also wir haben keinen Lautsprecher zu erwarten, der irgendwie im gebügelten Designerhöschen an der Seitenlinie steht. Mhm. Ist immer im Trainingsanzug an der Seite gestanden und hat sich nie so richtig aufgeführt. Ja. Ist ein Gerechtigkeitsfanatiker. Und einfach machen lassen, ob der zu uns passt, werden wir sehen. Geht ja auch immer um den Typ. Also wir haben ja, ich muss das jetzt erzählen, ich bin auf der Herfahrt hier, habe ich mir den Podcast angehört. Deinen eigenen zum Podcast? Unseren eigenen. Ja, wir haben da ein tolles Archiv, da könnt ihr mal reinschauen. Ist mega interessant. Letztes Jahr im April das erste Spiel von Martin Schmidt mit FCA in Frankfurt. Haben wir 3-1 gewonnen, 2 Tore von Marco Richter. Wir waren begeistert von ihm, auch als Typ. Und da hast du, glaube ich, auch gesagt, ja, so ein Typ brauchen wir jetzt mal. Unabhängig davon, wie er als Trainer ist, aber so ein Typ muss es auch sein, der zum FCA passt. Sind wir da jetzt auch dabei? Ich hätte an deiner Stelle jetzt meine genaue Aussage von damals eingespielt. Da würde ich mir jetzt wahrscheinlich den Kopf gegen die Glasplatte hauen. Aber natürlich war es damals in der Zeit, hat er uns gefangen. Ja. Also ich war wirklich auch ein Fan von, der hat sich damals überlegt, was er im ersten Spiel für Klamotten anzieht, wie weit das T-Shirt unter dem Pulli raushängt und so weiter. Das waren lauter Sachen, die sich der durch den Kopf gehen hat lassen. Daran wird Heiko Herrlich keine einzige hundertste Sekunde verschwenden. Aber ob ich jetzt in einem Jahr wieder mit euch hier sitze und dann das wollen wir sage, nicht dass das Heiko Herrlich eine geile Sau ist oder aber mir denke, puh, Gott sei Dank, dass der endlich weg ist, das wird die Zeit zeigen, aber eine Chance, sie haben alle verdient und ich finde, ist keine unsympathische Lösung. Die Frage, die sich jetzt natürlich viele Fans stellen, was passiert denn jetzt? Der Kader ist nach wie vor, finde ich, nicht schlecht, man hat sich gefangen, man hat es nicht schlecht gemacht gegen Bayern und jetzt kommt ein anderer Trainer, der den Jungs nicht das Fußballspielen beibringen muss, aber vielleicht doch ein paar andere Sachen, was wir schon festgestellt haben. Die Pässe kommen nicht an, die Zweikämpfe hauen nicht hin, die Torschüsse sind zu wenig und wir kriegen zu viele. Also ist doch ein bisschen was zu tun, wenn man wieder auf diese bescheuerten Statistiken blickt. Aber was kann er denn jetzt machen bis Sonntag? Boah, also mein Trainerschein nach der zweiten Lektion abgebrochen. Das war auch nur eine YouTube-Lektion. Oh, schön, ja. Deshalb, ich bin aber großer Fan von Spielverlagerung.de. Da kann man sich taktisches Grundwissen drauf schaffen und weit mehr. Nein, also ich glaube, es geht um die Basics, wie man so schön sagt. Und das ist dann das Beppo-Prinzip, also ein Schritt nach dem nächsten. Okay, okay. Ich glaube, es geht schlicht darum, in die Zweikämpfe zu kommen, das auf den Platz zu bringen, was den FC Augsburg prinzipiell auszeichnet. Nämlich Zweikampfstärke, Leidenschaft, Gier und den Willen und den Glauben daran, Spiele zu gewinnen. Und zwar in jedem Spiel, egal wie der Gegner heißt. Und ich finde, das hat man eben in den vergangenen Wochen vermisst. Da ist vielleicht auch ein bisschen zu sehr auf wir wollen mal nichts anbrennen lassen gespielt worden. Und dadurch hat man sich selber des eigenen Glaubens beraubt. Das, glaube ich, es ist zumindest meine Analyse aus den letzten Wochen. Und ich denke, das ist die erste Sache, die er wieder hinkriegen muss. Den Jungs klarzumachen, wir können in jedem Spiel 3 Punkte holen. Ob zu Hause oder auswärts, es ist völlig egal. Und da geht es darum, einen taktischen Plan zu entwickeln gegen einen Gegner, wie auch immer der dann heißt, der so aussieht, dass jeder Spieler die Möglichkeit hat, immer 20 Zentimeter am gegnerischen Spieler dran zu sein und ihn bis aufs Klo zu begleiten, so wie wir das ja in den Fankurven sehen wollen. Ja, ja. Und ich denke, das ist das Erste, was er machen muss. Ansonsten, glaube ich, haben wir eine Offensive, die immer für ein Tor gut ist, die immer auch eine Idee hat. Wir haben Kreativspieler, die durchaus in der Lage sind, da vorne richtig Bambule zu machen, die Balance zu finden zwischen Umschalten und Ballbesitz wäre mir sehr wichtig. Mir wäre es echt wichtig, dass wir mal wieder auf Ballbesitzwerte über 30% kommen. Das traue ich ihm aber auch zu, weil er das auch mit Leverkusen natürlich beherrscht hat und eingeübt hat. Also das sind für mich so die ersten Punkte. Sollte er es hören, ich bin gespannt, ob er was davon übernimmt. Es gibt eine Mannschaft, die das schon geschafft hat. Welche? In der Liga. Die genau das gemacht hat nach der Hinrunde. Das ist der 1. FC Köln. Ja.
Wenn wir mal so gucken, ich verfolge das ja jetzt doch ganz interessiert. Man hat gedacht, ja, jetzt gewinnen sie halt mal eins, dann haben sie noch eins gewonnen, noch eins und noch eins und noch eins. Und jetzt sind die aber schon mal relativ weit oben gelandet. Und die waren wirklich, wirklich unten. Also die haben sich mal richtig schön aus dem Morast gezogen. Also da würde ich zwei Sachen dazu sagen. Erstmal war es tatsächlich so, dass die, glaube ich, die ersten drei oder vier Spiele auf den Sack bekommen haben unter Gisdol. Und ich auch einer von denen war, die sich so gefreut haben, dass Köln sich für Markus Gisdol entscheidet, weil mir völlig klar war, dass die entweder 17 oder 18 werden. Tja. Und so kann man sich täuschen. Du hast völlig recht. Also der hat wirklich das komplette Ding in Köln umgekrempelt. Übrigens immer noch und nach wie vor mit dem Kader eines gewissen Armin Fee, den der zusammengestellt hat. Aber das nur am Rande. Aber so kann es natürlich schon auch gehen. Aber, was will ich damit sagen? Es herrscht, oder es sei trotzdem Geduld angesagt, denn es kann nicht von einem Tag auf den anderen gehen. Jetzt haben wir ja das Problem, die Mannschaft trainiert, glaube ich, heute einmal, dann morgen und übermorgen zweimal, jeweils übrigens unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Und genau das ist dann auch das Problem bei dem Wolfsburg-Spiel. Es ist natürlich mega undankbar für ihn, dass zu wohl 99% dieses Spiel gegen Wolfsburg unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet. Da sprechen wir gleich noch drüber. Und ja. Das ist natürlich kein richtig guter Einstand für ihn, denn er hätte sich sicher auch eine Atmosphäre gewünscht. Er hat heute gesagt, er weiß aus seiner Leverkusener Zeit, was in Augsburg möglich ist. Mhm. Von Klein Anfield hat er da geredet, das haben wir schon länger nicht mehr gehört. Aber er weiß eigentlich sehr genau, was da auf ihn wartet, aber es wird leider am Sonntag wohl nicht der Fall sein. Er hat ja eine taktische Grundausrichtung, die sehr dem entspricht, was der Kader bei uns auch hergibt. Also so dieses 4-2-3-1, also Viererkette hinten, dann so zwei Sechser, einer vielleicht ein bisschen so offensiver orientiert, dann auf den Außen offensiv besetzt und mit einem Stürmer. Das ist, glaube ich, schon das, was wir spielen wollen. Dann noch mit einem Zehner, Achter, der da hinten hinter der Spitze noch mal ein bisschen zuliefert. Und ich glaube, dass die Mannschaft sehr schnell verstehen kann, was er will, weil, und das glaube ich wirklich, Fußball ist echt kein Hexenwerk. Mhm. Also es gibt so ein paar Dinge, die du der Mannschaft schnell mit auf den Weg geben kannst, und wenn du dich nicht komplett im taktischen Plan verhaust und in der Mannschaft irgendwie unter der Woche was eintrichterst, was dann der Gegner komplett aushebeln kann, dann ist immer in jedem Spiel prinzipiell was möglich. Mit unserem Kader auf jeden Fall. Ja, und schon zweimal gegen Wolfsburg zu Hause. Ja. Zumal Wout Weghorst ist ja gesperrt, ne? Gesperrt ist nach der fünften gelben Karte, haben wir heute auch Jeff Leo gesagt im Interview für den Stadionkurier, den wir vielleicht gar nicht brauchen, aber da ist schon was möglich. Die haben zwar mit Ginczek noch einen Stürmer hinten dran, der wieder gesundet ist und der schon Tore gegen uns auch geschossen hat für diverse Clubs, aber zu Hause gegen Wolfsburg ist schon was drin. Aber wie gesagt, das Wichtigste ist ja, und da möchte ich nochmal auf die eine Mail von Jonas, war das, glaube ich, zurückkommen. Julian? Oder Julian war es genau, der ja gesagt hat, man sollte Schmidt eben die Möglichkeit geben, weiter zu kämpfen. Leider hat unsere Mannschaft unter Schmidt viel zu oft nicht so gekämpft, wie wir uns das vorgestellt haben, und sich abschlachten lassen. Und deswegen freue ich mich jetzt einfach wieder auf die Zukunft. Und das Polster, das berühmte Punktepolster, ist auch nicht mehr so dick. Ich glaube, 5 sind es jetzt, ne? Genau. Ja, Düsseldorf spielt auch nicht so schlecht. Die haben jetzt zwar ein Unentschieden gehabt am Wochenende. Du bist ja der Meinung, dass die ganz schlecht spielen. Ja, Düsseldorf hat ja überhaupt nicht die Mittel eigentlich, um ein Spiel zu gewinnen. Also das ist, Düsseldorf ist, deswegen bin ich ja auch immer noch so beruhigt. Ich glaube, wir hätten auch mit Martin Schmidt die Klasse gehalten, aber es geht ja jetzt drum, irgendwie auch um die, nicht nur um den Klassenerhalt, sondern es geht auch drum, an die Zukunft zu denken, und nach einem Jahr ist da einfach Pause, aber Düsseldorf wird am Ende nicht vor uns stehen. Witzigerweise, ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass ich den Podcast von vor einem Jahr gehört habe, da haben wir dann 3-1 in Frankfurt gewonnen, erstes Spiel von Martin Schmidt, und dann hatten wir, ich habe das, glaube ich, gesagt, oder du hast es gesagt, 7 Punkte auf den Relegationsplatz, also 2 mehr, da war es aber schon ein bisschen später, und dann habe ich dich, glaube ich, irgendwie eingeladen auf einen Glühwein oder so gegen Stuttgart, wo wir dann ja, wie viel? 6-0. Ja, das war da ja noch nicht klar. Also dann hatten wir doch schon mehr Platz. Jetzt sind es 5, das sind keine 2 Spiele. Ich kann das schon nachvollziehen, dass das jetzt nicht das Polster ist, was man sich wünscht. Nein, die Situation ist, und das hat Stefan Reuter gesagt, also dass er nicht das Wort alarmierend in den Mund genommen hat, war eins. Also das war viel, dass die Analyse bzw. die Erklärung, warum dieser Trainerwechsel vorgenommen wurde, die war sehr, sehr,
sehr bestimmt und sehr, sehr klar, dass man sich in einer Situation befindet, die man nicht als beruhigend hinnehmen möchte. Und deshalb ist es absolut richtig, jetzt diese Sinne zu schärfen. Weil in der Tat sind Paderborn und Düsseldorf zu schlecht für diese Liga. Die werden wahrscheinlich nicht vor uns stehen. Was mit Bremen passiert, da wird man abwarten müssen, ob die sich nochmal irgendwann fangen. Glaube ich nicht. Aber ich denke, auch da wird es sehr, sehr eng werden. Und dann haben wir schon drei und dann wird es mutmaßlich gut gehen. Nur, es geht auch darum, eine Arena wieder auszuverkaufen. Es geht auch darum, diesem Verein wieder eine Spielkultur an die Hand zu geben und dieser Mannschaft eine Spielkultur an die Hand zu geben, die es auch einem Verein ermöglicht, für die kommende Saison wieder Transfers zu tätigen, die dem Club die Möglichkeit lassen, auch die nächsten Jahre nicht nur die Liga zu halten, sondern sich immer weiter auch in der eigenen Philosophie und in der eigenen Spielfreude nach vorne zu entwickeln. Und das ist das, warum Menschen ins Stadion gehen. Wenn die ins Stadion gehen und ein Kack-Fußballspiel sehen, dann haben die tatsächlich irgendwann keinen Bock mehr. Und deswegen geht's auch darum, die Marke zu stärken des FC Augsburg. Und das tust du im allerbesten Fall, wenn du einfach geilen Fußball spielst. Mhm. Ist so. Fußballspielen am Sonntag. Jetzt kommen wir mal zu diesem Thema. Ich glaube, es gibt kein anderes Thema. Also Fußballtrainerentlassungen hin und her. Warst du schon unter der Desinfektionsdusche? Oder? Nee, er braucht nur in seine Garage gehen, wer den Podcast von uns gehört hat. Ich hab's gehört, aber die Desinfektionsdusche war mir neu. Das also ich muss ganz ehrlich Dekontaminierungsdusche sagen. Das müsstet ihr aber wissen, weil wenn man bei euch in den Sender geht, dann muss man ja vorbei an so kleinen Desinfektionsduschen, wo ich nicht komplett runterpasse, das gebe ich zu. Ja. Aber das war schon immer mein Hobby, auch vor Corona. Weil es so gut riecht, haben wir schon festgestellt. Das weiß ich. Also ich war mit Max ja auf einigen Auswärtsfahrten und egal in welchem Zug du steigst und aus welchem Zug du aussteigst. Der Zug ist komplett desinfiziert eigentlich. Nur für dich. Und das macht er gerne. Nur das mit der Desinfektionsdusche war mir neu. Die habe ich zumindest beim letzten Mal, als wir in trauter Runde zusammensaßen, bei dir zu Hause nicht festgestellt. Du weißt, so ein Podcast lebt so auch ein bisschen von einer kleinen Übertreibung. Ja. Und deswegen. Wer es nicht gehört hat, deine Frau hat, weil es bei uns ausverkauft ist, in Rumänien 500 Liter Desinfektionsmittel gekauft, steht bei dir in der Garage, deswegen stehen alle Autos draußen. Also wenn mal jemand den Molotow-Cocktail reinwerfen will, das wäre jetzt so günstig wie nie, das wäre eine Riesenfeuerchen. Bist ja versichert. Sicher. So, jetzt kommen wir aber dann doch zu Corona. Ich glaube, euch nervt es genauso, aber es ist eigentlich ein Thema, wo wir vielleicht einfach zu wenig drüber nachdenken, ob das jetzt richtig oder falsch ist. Italien macht's ganz krass, Serie A ausgesetzt. Habe ich das jetzt richtig gesagt? Serie A. Du hast gesagt, als wärst du in Mailand geboren. Ja. Serie A ist ausgesetzt. Kein Mensch weiß, ob die Meisterschaft gespielt wird. Man weiß es nicht. Italien regelt alles ab. Nach der Regierung die einzige Möglichkeit, das einzudämmen. Ich könnte mir vorstellen, dass das stimmt. Ich bin da kein Experte, da will ich mich auch komplett raushalten. Jetzt ist es also so, dass ich glaube, heute am Dienstagnachmittag die bayerische Staatsregierung das Kabinett beschlossen hat. Alle Veranstaltungen über 1000 Besucher dürfen... 500 seit einer halben Stunde. Oh, ist es nochmal geändert worden auf 500? 500 jetzt schon, ja. Okay, also dann alle über 500, dass die nicht mehr stattfinden dürfen. Das heißt ja, Sonntag... kein FCA-Spiel mit Zuschauern. Da kann ich jedem nur raten, dann die zweite Mannschaft des FC Augsburg anzuschauen und zu unterstützen, denn da sind selten mehr als 500 Zuschauer, was ich auch nicht schön finde, weil ich finde, dass die Unterstützung verdient haben. Natürlich sein, dass dann da alle hingehen und dann sind es wieder mehr als 500. Okay, Mensch, sprecht euch ab. Nein, also das ist also ein Bundesligaspiel, ein Fußballspiel ohne Zuschauer, das ist kein Fußballspiel, ja. das ist schlimm. Ja. Und das ist ein Trainingsspiel. Das wird uns auch keinen Spaß machen. Es sei denn, wir sitzen, wie wir alle ja dann tun werden, zu Hause vom Fernseher und hören uns an, was der neue Trainer Heiko Herrlich seiner Mannschaft denn so unterm Spiel so mitgibt. Das ist eine ganz, ja, schlimme Situation, natürlich, weil das auch einen Leistungssport insgesamt in dem, wie wir ihn kennen, verzerrt. Nur, ich glaube auch, dass es das Gebot der Stunde ist, dem selbstverständlich Folge zu leisten. Erstens, weil es nicht anders geht und zweitens auch, finde ich, weil wir den Gesundheitsexperten vertrauen sollten. Und daran halte ich mich.
Hände waschen, Desinfektionsdusche einbauen und dann hoffen wir, dass wir das einfach in den kommenden Wochen überstehen. Schön ist es nicht, macht auch keinen Spaß. Also wir können jetzt auch noch nicht sagen, was passiert beim FC Augsburg. Es ist noch nichts gepostet, Stand jetzt. Es ist 15.30 Uhr am Dienstagnachmittag. Man wird sich Gedanken machen müssen. Es wird ja keine andere Möglichkeit geben. Man kann es aber eigentlich schon sagen. Denn man kann es sagen. Es ist definitiv so, dass das Spiel entweder gar nicht stattfindet oder mit ohne Zuschauer. Es wird definitiv kein Spiel mit Zuschauern stattfinden, weil mehr als 500 kommen würden. Und so wie die Lage momentan ist, wird das Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden und da kann man sich auch drauf einstellen. Mhm. Also dieses 1%, das da irgendwie noch vakant ist, das ist völlig unerheblich. Die Frage ist nur, die Augsburger Panther wollten ja ihr Spiel in den Playoffs gegen Ingolstadt trotzdem mit Zuschauern machen, aber werden das auch nicht machen dürfen. Mhm. Also aufgrund dieser Entwicklungen wird da einfach das nicht möglich sein. Und das sollte auch keiner irgendwie ein Fass aufmachen, denn es ist halt einfach die Situation so und die gebietet das und das sollte man auch so vernünftig seinen Sektoren halten. Also ich meinte damit eigentlich, dass der FC Augsburg schon was verlauten hat lassen, wie das mit den Tickets ist, wer schon Tickets hat. Ihr wisst ja, da hängt ja so viel dran. Da hatten wir heute eine Aussage auf der Pressekonferenz und Stefan Reuter ist auf die Frage, ob denn die Leute ihr Geld für die Tickets zurückbekommen, hat er gesagt, sie warten jetzt erstmal drauf, ob es stattfindet oder nicht. Und wenn es nicht stattfindet, dann sollte selbstverständlich sein, dass die Leute ihr Geld wieder zurückbekommen. Aber auch da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, das ist mir im Moment sowas von wurscht, ob ich mein Geld für das Ticket zurückbekomme oder nicht. Wichtig ist halt, dass die Situation so behandelt wird, wie es passiert. Und alles andere wird dann danach entschieden werden. Und das ist jetzt nicht an erster Stelle. Wir werden das sehen. Aber trotzdem, es wird eine ganz komische Situation werden. Du hast es schon gesagt, wir waren alle schon bei diesen Testspielen dabei, wo wenig Zuschauer mal waren. Du hörst jeden Spieler rufen und es hallt durch das Rund, hätte ich fast gesagt, durch die Arena. Ich bin ganz ehrlich, ich weiß offiziell noch gar nicht, muss ich denn dahin? Ich gehe mal davon aus, dass ich da dabei sein muss. Die Offiziellen müssen da sein, die Technik muss da sein, Ordner müssten da sein, auch wenn jetzt niemand groß da ist, aber ein paar Ordner, glaube ich, müssen immer da sein für Spielersicherheit und so. Ja. Geschäftsstelle natürlich und die Medienvertreter, Sky muss auch da sein, die müssen übertragen. Das wird ja unglaublich. Also hat ein CSU-Politiker heute nicht gefordert? Ach so, ich hab das nur gelesen, ja, dass ein CDU-Politiker, ich weiß nicht wer es war, gefordert hat, dass jetzt Sky Tagestickets für die Spiele, die eben ohne Zuschauer sind, wohl billiger werden sollten. Ich weiß jetzt nicht. Oder gar umsonst. Wer soll denn das bezahlen? Ich meine, hallo, Sky ist eine Firma, die Geld verdienen muss. Ganz wichtig. Es ist nicht der Staat. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir privatwirtschaftlichen Unternehmen, die Unsummen an Kohle investieren, damit wir ein brillantes Fernseherlebnis haben, dass wir denen vorschreiben, was sie dann noch mit ihren Preisen zu tun haben. Also das ist natürlich absurd. Es wird eine ganz komische, gespenstische Atmosphäre sein. Ich finde, man merkt es ja auch schon so im gesamten Leben. Es wird so ein bisschen runtergedimmt. Also das ist alles, das Leben wird so verlangsamt. Und wenn ich das heute auch von unserem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder höre, dass er sagt, man soll das gesellschaftliche Leben so ein bisschen verlangsamen, so ein bisschen nahezu zum Erliegen bringen, dann sind wir das schlicht und ergreifend in unserer Welt natürlich nicht gewohnt, in der es halt immer schnell geht und wo wir sofort überall hingehen und große Veranstaltungen und Konzerte und wo wir uns natürlich auch freuen auf solche Ereignisse. Nur in der Situation bin ich da einfach der festen Überzeugung auf das hören, was die Experten sagen. Und mein Gott, dann ist es jetzt einfach mal aber, so. Aber was wir natürlich nicht außer Acht lassen dürfen, ist, es geht ja jetzt nicht nur um dieses Spielwochenende. Nee, wir reden ja von viel mehr Spielen. Also wir reden jetzt bis zum Ende der Osterferien. Das ist ja Wahnsinn. Jetzt. Und da kann also jeder irgendwie wahrscheinlich darauf verzichten, irgendwie bei den Bands im Blätter auf der Bierbank zu stehen. Das ist halt jetzt einfach nicht der Fall. Und da muss man sich dran gewöhnen. Generationen vor uns hatten solche Situationen, vielleicht auch aus anderen Gründen. Und das ist jetzt das erste Mal in meiner Generation, obwohl ich ja auch schon beinahe biblisches Alter erreicht haben, dass man sowas eben miterleben muss. Und da gibt es aber wirklich Dinge, die wichtiger sind als das eigene Vergnügen und als die eigene Person. Und da muss man halt einfach dann tatsächlich mal so ungern nicht Söder zitieren, muss ich sagen, hat er recht, der gute Mann. Ja, aber Spiele aussetzen geht ja nun auch nicht. Du kannst ja nicht alle... Aber wann willst du die denn spielen? Ja, dann ist es halt am Ende des Tages eine Saison, die nicht zu Ende gespielt worden ist. Sowas kann auch passieren. Ich glaube das zwar nicht. Ich glaube, dass die Saison zu Ende gespielt wird und dass vielleicht am Ende im Sommer auch wieder oder im Frühling dann wieder Spiele stattfinden werden. Aber die nächsten 4 Wochen ist Fußball, so wie wir es kennen, nicht möglich.
Und dann muss es halt ohne Zuschauer gehen. Aber wenn wir jetzt Spiele aussetzen und sie nicht nachgetragen werden können, weil es einfach auch mit der Europameisterschaft und, weiß ich nicht, du kannst nicht im Hochsommer spielen, wie willst du diese willst du sie neu starten? Nein, es geht ja nur so, dass entweder alles gleich passiert oder nicht. Das ist ja bei der Bundesliga auch kein Problem. Man sagt, entweder alle Spiele passieren dann ohne Zuschauer oder alle Spiele passieren gar nicht. Problematisch ist es jetzt hier in der Euroleague, wo ich gehört habe, dass Frankfurt gegen Basel das Hinspiel stattfindet, das Rückspiel aber abgesagt ist, weil die Schweizer das ja noch irgendwie krasser machen, als es wir je tun würden. Dann wird's halt schwierig. Aber auch da wird's am Ende eine Lösung geben. Und wenn es keine gibt, dann gibt's halt keine. Dann muss man sich irgendwelche Regularien überlegen, dass am Ende, dass es dann keine Auf- und Absteige gibt oder sonst irgendwas. Ich weiß es nicht. Und ich finde, auch da greift das Beppo-Prinzip, meine Freunde. Genau. Das ist ja gar nicht schlecht. Aber es ist so, weil wirklich einfach nur mal Schritt für Schritt gucken. Lass uns doch jeden Tag die Lage angucken und schauen, ob sich's vielleicht verbessert. Wenn wir ans Ende gucken und glauben, dass nichts zu Ende gespielt wird und dass das alles blöd ist, dann kommen wir ja auch nur Scheiße drauf. Mhm. Und das wollen wir auch nicht. Also am Ende wollen wir unser Leben ja in Freude und in gemeinsamer Eintracht leben. Er hat Eintracht gesagt. Und ui. Herrlich ist es. Bufska, Alarma. Nein, das eine, genau. Einer darf sein. Nein, also deswegen, ich glaube, lass uns doch einfach Schritt für Schritt gucken. Und wir können es schlicht nicht ändern. Und die Weltlage ist jetzt, wie sie ist. Wir sind da mit drin. Und auch wenn wir uns ansonsten halt von nichts haben einschränken lassen in unserem Leben. Wir sind es nicht gewohnt. Ich bin es überhaupt nicht gewohnt, überhaupt irgendwo eine Einschränkung zu erfahren in meinem Leben. Ich bin in einer Zeit aufgewachsen, in der es keinen Krieg, keine Hungersnot, gar nichts gab. Und jetzt haben wir mal so einen kleinen, nur so eine kleine Eintrübung. Und jetzt wissen wir mal so ein bisschen, wo es vielleicht auch mal hingehen könnte, wenn wir uns nicht vielleicht auch ein bisschen, wenn wir uns nicht alle ein bisschen zusammenreißen und gemeinsam. Und es nicht selber so wichtig nehmen. Ja, genau. Vielleicht tut es der Gesellschaft mal ganz gut, auch wenn wir das nicht verharmlosen wollen. Ich muss dazu sagen, ich gestehe es, ich habe ja immer 36 Rollen Klopapier da. Egal ob Corona oder nicht. Ich habe sie immer im Schrank. Ich habe immer zu viel. Ich denke mir immer, habe ich noch Klopapier beim. Ach, ich nehme eins mit. Wie viele Lagen? Auf wie viele Lagen? 4 Lagen natürlich. Ja, selbstverständlich. Profi. Weißt du, in meinem Alter musst du weich putzen. Ja, Rolf, wie nennen wir denn das Baby heute? Wie nennen wir das Baby? Ich glaube, Tom ist ganz vorne mit bei Wo dem Straßenweg, oder? Wir müssen natürlich jetzt noch einen Podcast-Titel finden. Haben wir denn eigentlich schon alles, bevor wir das machen, haben wir denn schon alles besprochen? Ja, gut, wir haben jetzt den alten Stunden Trainer, den neuen Trainer, wir haben über Corona gesprochen. Das müssen wir ja, weil es jetzt natürlich auch Fakt ist, dass es ohne Zuschauer alles stattfinden muss. Die Eishockey-Playoffs sind da, die Panther, die können auch nicht. Auch Ingolstadt, jetzt ist das erste Pre-Playoff-Spiel gegen Ingolstadt und also Best of Three. Das wäre ja sowieso geil für die Fans, weil die halt eine knappe Stunde darüber fahren maximal. Und jetzt das, es ist wirklich schade. Ja, wenn man eine Kneipe hätte mit unter 500 Plätzen. Das wäre super. Und jetzt stell dir mal vor, in dieser Kneipe hängen verschiedene Bildschirme, wo du gleichzeitig zum Beispiel das Freitagabendspiel sehen könntest. Ja, und oder zwar direkt Eishockey. Unter Desinfektionsdusche. Ja. Wenn es sowas geben würde. Ja, das wäre schon geil. Ha? Würden wir da investieren, Tom? Ich würde investieren. Ich muss aber auch sagen, dass ich auch wöchentlich in genau solch eine Schluckbude investiere. Und zwar nicht zu knapp. Und auch das letzten Freitag selbstverständlich wieder mal nicht bereut habe. Also ich kann mir in diesem Konjunkturprogramm nichts vorwerfen. Jetzt hat er auch noch Bayreuth gesagt. Naja, wie auch immer. Also, dann brauchen wir jetzt noch einen knackigen Podcast-Titel. Was, Vorschläge, irgendwas? Ich bin das Beppo-Prinzip. Für Beppo den Straßenfeger oder das Beppo-Prinzip. Ja, das Beppo-Prinzip, wir nennen es das Beppo-Prinzip. Das schreibt man wie B-E-P-P-O. Okay, Beppo-Prinzip. Ja, das ist schon klar. Prinzip mit IE. Und Heiko Herrlich müssen wir doch reinschreiben wegen den Hashtags. Weil das wird nämlich dann im Internet, wird es dargestellt, hast du mehr Einschaltquote. Und was ich richtig geil finde, ist auch, dass das Wort Matthäus zweimal gefallen ist.
Podcast. Finde ich auch. Obwohl gut. er nicht Trainer geworden ist. Einmal beim Trainer und einmal bei der Bibel. Bei der Bibelstelle. Also ich hoffe, dass es tatsächlich das Matthäus-Evangelium war. Ich habe es mir tatsächlich nicht aufgeschrieben. Aber ich meine, dass mein Kurzzeitgedächtnis im Hypothalamus, oder wo hängt das? Ja, genau. Ja. Da. Aber glaubst du mir, Tom, wenn es nicht das Matthäus-Evangelium war, dann war das der mit Absicht versteckte Fehler, den wir immer haben. Ja, den haben wir immer einen Quiz dabei. Und insofern sind wir da ganz auf der sicheren Seite. Es ist so. Es ist so. Ja, dann nennen wir das so. Das Beppo-Prinzip und Heiko Herrlich oder irgendwie sowas. Du, ich bin da ganz sicher, dass mir fällt was ein. Dann sage ich vielen, vielen Dank für die knappe Stunde Aufmerksamkeit. Es ist, ich glaube, ganz kurzweilig gewesen. Also jedenfalls kommt es mir so vor. Tom Scharnagl, Dankeschön. Du bist gern mal wieder eingeladen, ganz ehrlich. Gerne. Mich hat das so gefreut. Wirklich. Mir macht's eh wahnsinnig viel Spaß, jetzt über Fußball zu sprechen. Jetzt hast du dieses Jammerdings nicht da. Das Nein. Ist du letztes Mal. Das Frauenweinen. Ja. Ja, du, wenn's dir Spaß gemacht wirklich, hat. Wirklich. Mir hat das wahnsinnig Spaß gemacht. Und, ich spreche eh gern über Fußball und gerne natürlich mit euch über Fußball. Und, würde mich freuen, wenn ich mal wieder vorbeischauen darf. Du kannst. War sehr schön. Gerne, ich weiß nicht. Du musst auch mal was sagen. Ja, das ist ja auch dein Podcast. Na sicher, ist doch auch mein Freund. Alles bestens, wunderbar. Okay, dann verabschieden wir uns, sagen danke für die Aufmerksamkeit. Abonnieren nicht vergessen und teilt von mir aus auch diesen Player oder diese Spotify-Playlist, damit wir mal richtig gute Einschaltquote haben. Ich meine, haben wir eh schon, aber geht immer mehr. Genau so ist es. Heiko Herrlich, drücken wir die Daumen. Wir sagen Martin Schmidt Dankeschön, auch an Stefan, seinen Co-Trainer. Das darf man immer nicht vergessen. Haben sich auch reingehängt. Und wir drücken der Mannschaft natürlich die Daumen für das Spiel gegen Wolfsburg. Und auch wenn es ohne Zuschauer wahrscheinlich stattfinden wird, zu 99,9%. Alles Gute. Bis dann. Passt auf euch auf und immer schön in die Armbeuge genießen.